einem weiteren Guide und einem weiteren Siegelgefängnis. Das Siegelgefängnis des Sturmhügels. Für mich bislang mit der schwerste Boss. Wo finden wir das Ganze? Limgrave. Und dort seht ihr auch schon das Siegelgefängnis. Es ist ein wenig unterhalb des Sturmtors. Das Sturmtor ist quasi direkt darüber. Ich bin von diesem Spot aus einmal nach unten geritten, dann ein wenig nach rechts. Und hier sind wir auch schon am Ort des Geschehens. Wir gehen zum Siegel, betreten es und dann beginnt der Kampf. Ich habe circa 20, 30 Minuten versucht, ihn irgendwie im Nahkampf zu besiegen. Es ist definitiv machbar, aber auch verdammt anspruchsvoll. Später bin ich dann auf eine andere Taktik umgestiegen. Und wie wir jetzt hier sehen, ich bin schon recht hoch geskillt. Ich mache wenig Schaden. Er macht hingegen sehr viel Schaden an mir. Er ist sehr schnell, hat auch eine große Reichweite. Und ja, Distanz ist auf jeden Fall euer Freund. Und ihr müsst genau abtimen, wann ihr nach vorne gehen könnt und wann nicht. Denn wie man sieht, er macht schon verdammt viel Schaden. Mit seinem Schild blockt er auch sehr viel Schaden weg. Gerade die Magier unter uns werden hier definitiv ihre Probleme haben. Und vorneweg schon mal gesagt, dieser Dude, von dem, was er hier so macht, wird uns später auch noch mal als weiterer Boss über den Weg laufen. Er hat auch noch weitere Skills. Er fliegt empor, stürmt dann auf uns zu. Wenn wir im richtigen Moment ausweichen, ist das kein Problem. Aber ihr müsst hier wirklich genau aufpassen, was er macht, damit ihr auch entsprechend ausweichen könnt. Ich habe jetzt noch mal ein paar andere Dinge ausprobiert. Dieser Eisstampfer, der ist wirklich hervorragend. Allerdings kann er dort auch sehr viel Schaden abblocken mit seinem Schild. Deswegen immer schön weiter nach hinten laufen, eventuell nochmal hochheilen, um dann natürlich auch so wenig Schaden wie möglich zu fressen. Da haben wir jetzt den Schweif gesehen. Bei dem Schweif, er kann ihn auch zweimal machen. Da müsst ihr aufpassen. Beim zweiten Mal hat das Ding eine deutlich höhere Reichweite. Da haben wir auch eben noch kurz den Flug gesehen. Da das jetzt einer meiner ersten Tries ist, klappt das teilweise noch nicht ganz so gut. Aber wie ihr seht, es ist möglich, ihn zu besiegen. Wir müssen halt nur einiges an Geduld und Konzentration mitbringen. Jetzt steigt er wieder empor, fliegt auf uns zu. Er hat uns jetzt nicht ansatzweise getroffen, aber ihr müsst halt direkt auf ihn Acht geben, schauen, wo er hinkommt. Notfalls eine Rolle nach links oder rechts sollte euch auf jeden Fall vor diesem Angriff schützen. Ihr solltet auch so viel Heiltränke wie möglich mitnehmen, gerade als Nahkämpfer. Da sehen wir jetzt nochmal den Angriff. Da bin ich zwar ausgewichen, er hat mich aber dennoch erwischt, weil ich zu spät ausgewichen bin. Und auch hier wieder weglaufen ist eigentlich unsere Strategie zum Überleben. Jetzt hat er mich natürlich erwischt. Von daher musste ich jetzt auch meine Taktik ein wenig umgestalten. Und wir schauen uns einmal die Taktik an, mit der ich dann wirklich auch diesen Boss besiegen konnte. Denn mit dem Eisstampfer haben wir eine Taktik, mit der wir ihn auch besiegen können, weil wir auch eine gewisse Distanz zu ihm waren. Wir müssen bei ihm sehr darauf achten, dass wir nicht zu gierig werden. Das ist mir jetzt hier hin und wieder mal passiert. Ich wollte unbedingt Schaden machen, habe es zu sehr forciert. Von daher hat er mich auch sehr häufig getroffen. Und wie schon gesagt, mein Level ist schon ziemlich hoch. Von daher kann ich ein bisschen was einstecken. Ich kann auch schon gut was austeilen. Bei dem Eisstampfer habe ich auch noch keine wirklichen hohen Synergien. Auch die Eisaxt besitze ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dennoch funktioniert das wirklich wunderbar, weil wir natürlich auch durch das Stampfen ein bisschen Strecke, ein bisschen Reichweite zu ihm haben können.
Gefährlich wird es immer dann, wenn man was trinkt, denn der gute Mann ist auch schnell zu Fuß. Er kann auch, wie ihr eben gesehen habt, ordentlich nach vorne sprinten und dann auch einiges an Strecke gut machen. Jetzt setzt er nochmal zu seinem Angriff an, hat zum Glück verfehlt. Da hat er den Schweif ein einziges Mal eingesetzt. Wir werden aber gleich auch nochmal sehen, wie er dann den zweiten Schweif einsetzt, der dann eine deutlich größere Reichweite hat. Ansturm, Schweif Nummer 1 und da Schweif Nummer 2. Wenn wir aber zweimal geschickt ausweichen, können wir diesen Angriff auch umgehen. Ihr müsst den Gegner immer im Auge behalten, ihn auch ein wenig studieren, damit ihr auch ganz genau wisst, was er als nächstes macht und wann ihr euren Angriff setzen könnt. Da hat man es wieder wunderbar gesehen, wie er den Ansturm gemacht hat, danach zweimal den Schweif. Wenn wir genügend Distanz zu ihm aufbauen, trifft uns der zweite Schweif auch nicht, aber macht euch darauf gefasst, dass die Reichweite davon echt wirklich verdammt lang und zäh ist. Am Ende, wenn er des Todes nahe ist, dürfen wir nicht in Panik verfallen, dürfen wir auch unsere Konzentration nicht verlieren, denn gerade im letzten Moment ein, zwei Kombos für ihn reichen aus, um uns so wie hier nochmal ordentlich Schaden zuzuführen. Und das Beste bei ihm ist natürlich auch, wenn wir den Eisstampfer machen und er in dem Moment sein Schild wegnimmt, dann kommt ordentlich Schaden durch, so wie eben. Und wenn ihr die Konzentration haltet, werdet ihr es auch schaffen, genauso wie ich. Hier haben wir den Schweif. Und was der genau bewirkt, schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Dafür müssen wir einen Ort der Gnade aufsuchen. Und unter den Zaubern sehen wir jetzt, dass wir dort das entsprechende Icon haben. Das Ganze ist ein Glaubenszauber. 27 Glauben brauchen wir dafür. Reicht bei mir noch nicht wirklich aus. Wir haben Fertigkeitspunkte von 32. Also von den Ansprüchen, von den Anforderungen schon recht hoch. Für alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, sich das Ding zu holen, macht euch darauf gefasst, dass ihr auf jeden Fall ordentlich in euren Charakter investieren müsst. Das Ding sieht cool aus, macht auch guten Schaden, aber wie gesagt, Investitionen sind definitiv erforderlich, um diesen Zauber dann auch am Ende nutzen zu können.